Liebe Coswigerinnen und Coswiger, liebe Freunde der Stadt Coswig, liebe Heldinnen und Helden. Corona hat das kulturelle Leben in vielen Städten und so auch in unserer Stadt nahezu zum Erliegen gebracht. Kultur ist allerdings das, was uns verbindet und was eine Stadt auch lebens- und liebenswert macht. Deshalb ist es der Stadt Coswig besonders wichtig, das kulturelle Leben auch in Zukunft sicherzustellen und vor allem auch auszubauen. Deshalb haben wir vom 1.6. bis zum 30.6. eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen, deren Ziel es sein soll, 2000 Euro zu sammeln. Als Zweck wollen wir hier Kulturbudget im Mittelpunkt stehen haben und auch nur hierfür soll dieses Geld eingesetzt werden. Transparenz und Bestimmung sind uns in diesem Zusammenhang sehr, sehr wichtig. Weitere Informationen findet ihr unter diesem Link. Wir bitten euch, wagt mit uns gemeinsam den Sprung ins kalte Wasser und ein neues Format für unsere Stadt. Denn Kultur ist gleich Leben und eine gemeinsame Stadt ist das, was uns zusammenhält. Vielen Dank. Und wenn ihr euch immer noch unsicher seid, Coswig und Kultur, passt das eigentlich zusammen? Ist Coswig nicht die Stadt, durch die man fährt, wenn man nach Wittenberg will? Lasst euch Folgendes gesagt sein. Auf euch warten 263 Quadratkilometer geballte Kultur. Coswig-Anhalt als Perle an der Elbe am Blauen Band und als Tor zum Fleming, denn in Coswig ist der Sitz des Naturparks Fleming. Coswig unterhält als einzige kreisangehörige Stadt im Land Sachsen-Anhalt eine Musikschule und die trägt den klangvollen Namen Heinrich Berger. Und für alle, die es bis heute noch nicht wissen, Heinrich Berger war der Mann, der den bis heute gültigen State-Song des US-Bundesstaates Hawaii geschrieben hat. Man könnte also sagen, die Nationalhymne Hawaiis kommt aus Coswig. Wir haben nicht nur ein Sternenobservatorium, sondern wir haben auch drei Freibäder. Und wenn man sich vorstellt, dass Magdeburg 5 hat, kann man deutlich sagen, wir sind sehr gut ausgestattet. Und wenn man sich fragt, wie kommt man eigentlich nach Coswig, könnte man im Umkehrschluss sagen, mit einmal umsteigen kommt man von Coswig nach New York. Deshalb, ich lade euch ein, kommt nach Coswig, genießt Kultur und besucht unsere Stadt. Vielen Dank. Los! Bitte Kamera. Gemeinsam für ein blühendes Coswig. Das war sehr schön. Vielen Dank, das habt ihr auch super gemacht. Coswigerinnen und Coswiger, liebe Freunde, liebe, jetzt müssen wir mal anfangen. Und durch die Lust auf Neues, und jetzt fange ich einfach nochmal an, weil ich absoluten Hänger hatte. Aber wir machen nochmal. Unter der Corona-Pandemie und insbesondere das kulturelle Leben, nachdem Herr Schröter jetzt den Baum kaputt getreten hat, muss nochmal anfangen. Das kulturelle Leben einer Stadt ist wichtig. Oh, Scheiße. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht so in die Spirale reinrutschen. Ja. Das kulturelle Leben ist wichtig. Bist du bereit? Ja. Okay. Nochmal tief einatmen. Und ausatmen. Genau. 3, 2, 1. Ich warte in Coswig, 263 Quadratmeter geballte Kultur. Und wer, wenn ihr die nautischen Seemeilen machen, okay. 1. Okay. Und für alle, die immer noch unsicher sind, Coswig und Kultur, passt das eigentlich zusammen? Lasst euch etwas Tschüss. Gesagt sein. Tschüss. 3, 2, 1.